Hey Freunde, ich bin's Flo, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute an einem richtig coolen Ort, an einer riesen Johanniter-Heilstätte. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Los geht's! Ach, das ist wieder recht dunkel, ne? Taschenlampe. Geiles Geländer. Schauen wir mal Richtung Keller. Scheiße! Eben nur auf dem Augenwinkel so. Mal Waschraum oder was? Der nächste. Da, ums Eck. Da hängt wieder einer. Schau, so Sauna mit den Stufen. Die Tür schaut da nach außen. Ne? Jawohl. Ein bisschen älter. Ja, dann steigen wir mal auf. Ne? Geiles Gebäude. Ja, schon ein bisschen runtergefickt, aber trotzdem geil. Ne? Da geht's nach oben. Ey. Ja, dann schauen wir hier mal weiter. Alles schon gut alt, alles. Ne? Aber die Röhren noch drin. Ne? Was haben wir da drüben noch? Boah, da blast es ja richtig durch. Oh, da ist die Glasverkleidung und dran an den Lampen. Geil. Erst einmal, dass wir den Haltungszustand sehen. Ne? Geil. Ja, das kommt nicht mehr häufig vor. Ne? Ja, mal einen Blick nach draußen. Schau aus, die Monstervorhangstangen da oben. Ne? Und hier sind noch Reste vom blauen Fliesen. Da gibt es noch ein bisschen mehr Tapete. Ach, die Tür schaut auch geil aus. Die Tapete, ja? Wobei das bröselt ab, das ist ja gar keine Tapete. Ne? Nee, das ist gemalt, ja. Das ist Farbe? Ja, geil. Schau dir mal an, das ist wahrscheinlich alles handgemalt. Wahnsinn. Das ist ein schönes Fenster hier. Also das. Nee, das hat schon was. Richtiges, riesiges Gebäude. Hier. Genial, ey. Die Scheißhäuser. Die sind mal richtig runter, ey. Aber oh, wie gesagt, es erinnert dann immer wieder an Silent Hill hier, wenn der Lack hier so abblättert. Doch nur geil, jedes Mal wieder. Wahnsinn. Echt genial, ey. Oh, hier gibt es ein bisschen das Luftkur-Freiluftzimmer. Ist der Horrorfilm Zimmer 1408, oder? Ja, geil, hier noch Reste von einer coolen Deckenlampe. Mit Bandiner drin. Geil. Oh, das hat so eine geile Atmosphäre hier drin. Bist du noch, Freunde, bei einer, glaube ich, das erste Video bei der großen Klinik, da sind die rausgerissen am Boden gelegen. Ja. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Wer kann sich noch erinnern? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, den lassen wir mal zurückschwingen. Ja, lassen wir mal zurückschwingen. Tatsache. Funktionieren noch geil. Jetzt haben wir hier so dieses Kreuzgewölbe oder was da oben. Ne? Das schaut so geil aus. Da steht der Parkett wieder auf. Ein bisschen kennt. Hier auch wieder die Lampe. Das ist halt gemacht. Was hast du so? Schauen wir mal einen Stockwerk höher. Geile Treppen hier.
Steinmosaik im Boden. Da oben kommt schon ein bisschen was runter, ne, weg. Oh, eine Schwungtür. Oh, ein Takt. Jo, läuft. Ja, schade, dass so ziemlich leer ist, ne? Da kommt schon ein bisschen was rein, ne? Krass, die Lampe, ja. Krass. Ah, da sind noch ein bisschen Decken drin hier. Ja. Cool. Ja, schön, 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 schön. Ach, nee, ist runterbogen. Denkt man schon, ist das verformt, haben sie die Arme weggerissen. Ja. Schon gedacht, das ist schon sehr abstrakte Form, so ein Schnitt. So. Naja. VEB-Kunststoff. Wegen die Plastikhähne VEB-Kunststoff im Wald seit 30 Jahren und sind wie neu. Ne? Unser Kunststoff, der nach 2 Jahren oder mit UV-Einstrahlung zusammenbröselt und wegbricht. Ne? Frage, was die da damals reingemacht haben. Ne? Der strahlt wahrscheinlich, der Kunststoff. Ne? Ah, das schaut nach OP-Saal aus oder was? Ne? Oh, schau mal die Lampen an. Krass, ey. Was sind das für Lampen? Habe ich noch nie gesehen. So einzelne Spotstrahler, ja. Das ist ja geil. Nicht schlecht, ey. Nur mal blau fließt da drüben. Ja, das schaut wie OP aus, so OP-Vorbereitung und so, ne? Ah, da steht sogar noch was. Schau mal, hier Schränkle. Mehrere Schränke hier, cool. Und diese Wanne hier, das Becken. Geil, oder? Irgendwas typisches. Groß irgendwas Bach DDR. Ne? Okay, also die Seitentreppe hier, die schaut schon ein bisschen. Sieht anspruchsvoller aus, ne, von unten. Also mal gucken mit der Treppe, oder? Das ist ja bloß nur Stahlträger, hä? War da unten mit, nicht noch zuputzt mit irgendwas, ey? Okay. Boah, da geht's ja noch richtig hoch, hier. Da sieht man Dachstuhl schon. Ja, teilweise auch schon eingekracht, ja. Bewegt sich da unten was, rieselt was oder geht's? Kinder festhalten. Ja, da kommt schon ein bisschen was runter in die Ecken. Ja, da kommen schon ganz schöne Wellen hoch. Was haben wir hier noch? Das war der Wind, die Tür zu, oder? Die Tür wieder zu. Da wird es ja gleich zu donnert. Ah, hier ist der Zustand schon immer so toll, ne? Freunde, sind wir am ersten Stock und weiter geht's. Wir müssen eine andere Treppe hoch, wo oben war der Weg versperrt, da ist lauter Grill runterkommen, beziehungsweise Bausubstanz. Ja. Die Treppe hier hoch. Ja. Luft da oben. Und die Zimmer schon.
auch nochmal ähnlich aus. Ne? Da, Aufzug. Hier auch ein bisschen. Nach draußen. Die Türen scheppern immer, der Wind durchbläst. Oh, ja. Jetzt sind wir komplett im Freien. Brandschaden ist das hier, das ist auch wieder schwarz hier. Immer diese scheiß Zündel-Arschlöcher. Das ist schon interessant aus da drüben, wenn man reinkommt. Ja, alles geht. Schöner kleiner. Schon einiges im Weg hier. Kann man nicht was runter, gell? Ja. War ein großer Saal oder was das ist hier. Das sind doch alte Kinostühle. Ja, so Töpfstühle sind das, ja. Also. Geil. Kann man auch geil fotografieren, ne? Ja, mit nach unten. Das sind schon gut weit oben, ne? Aber schauen wir da hinten mit diese Holzkonstruktion da oben, ne? Ja. Das ist auch, da hinten ist auch arschgeil. Das sollte man wahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht hoch können. Ne? Schaut aus wie so ein Schwesternzimmer oder was. Ne? Die Natur kommt überall wieder rein. Ne? Tja, Freunde, hier oben schaut es ein bisschen mau aus. So, Freunde, das Gebäude jetzt soweit durch. Jetzt gehen wir außen rum, jetzt gibt es noch ein paar schöne Außenaufnahmen. So, Freunde, jetzt sind wir wieder auf dem Gelände und schauen uns mal weiter hier um. Wir haben jetzt gerade ein Haus entdeckt, kommen aber leider nicht rein, ist überall vergittert und abgesperrt. Das heißt, da gehen wir auch nicht rein. Aber schon ein schönes Gebäude. Was besonders geil ist, ich meine, das ist geprägtes, lackiertes Bleiblech. Das muss ja mal richtig geil ausgeschaut haben früher. Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um, oder? Auf in die gute Stube. Schauen Sie, was es hier erwartet. Okay. So, eine Minimiste, es rappelt in der Kiste. Was fangen wir an? Okay, Keller. Okay. Dann nehmen wir überall die guten alten Lampen von seinem. Thank you.
Na gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Und ab ins Erdgeschoss. Ah, okay. Durchgang hier. Oh! Da liegen ein paar Fensterrahmen, ne? Geile Schiebetür, die haben wir kürzlich schon mal gesehen, ne? Ich kenne das auch noch von meinen Großeltern aus Holland, von früher. Ne? Auf jeden Fall gut alt aus, ne? Ja, hier wölbt es hier ein bisschen, ne? Jawohl, ein bisschen Möbel, ja. Geparde oder sowas. Das mag ich wahrscheinlich. Ne? Blümchentapete. Ja, mehrere Schichten übereinander. Ja. Der Kalibrologen. Das ist ein Viehzeug hier. Ja. Nur die Habergockel. Habergockel. Na, da oben, ja, diese Platten kommen gut runter. Schaffen wir es noch? Ja gut, schon mal Aschenstock. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mehr aufpassen auf dem Boden, ne? Weil dieser Bereich sieht doch von oben schon immer so nett aus. Ja, oder massive Steintreppe, ne? Ist schon ein paar Tage älter, ne? Ja, ja. Der ganze Spaß hier. Alles abgebrochen. Okay, der Boden. Naja, ist nur Träger drunter. Sollte gehen. Ne? Oh, hier schaut es schon interessanter aus. Ne? Mal vorsichtig. Schaut wieder nach Bad aus, ja, da hinten hängt der Spülkasten. Ja, mal, vielleicht haben ja zwei Chefärzte, Ehepaare hier gewohnt, oben und unten, wer weiß. Gell. Das Einzige, was anders ist, als die Tür hier, ne? Ja, das unten war so strahlenförmig, gell? Hier ist viereckig, oder? Boah, ich fühle mich nur so einen Boden nicht wohl. Die Boden halten zwar eine Menge aus, aber... Ja, das... So ein Stück mehr höher wird schon. Ein Boden droppt dort durch. Ja. Oh, das ist schon. Nee, nee, das ist. Da läuft mir mein Mensch schon fast schon. Nö. Ja, wenn es zu wild wird. Ne? Vielleicht mal bloß ums Eck schauen. Das schaut immer krasser aus, von Stockwerk zu Stockwerk. Ja, aber da reinlaufen, das ist glaube ich nichts mehr. Nee. Wir filmen bloß mal so rein. Da tut nichts mehr, Freunde. Aber weißt du was? Ja. Trepp gefunden zum Dachbodenlauf nebenan. Okay. Ich muss mal anteasern, die Treppe, wie es da ausschaut. Ja, also wenn man an die Wand klopft, rieselt es von oben runter, ja. Ne, das lassen wir. Ja gut, Freunde,
jetzt müsst ihr alles durch haben. Somit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abo, Daumen hoch, Like, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.